einzelne Gruppenspiel der WM ist bedeutend. Es gibt für einen Fußball. In wenigen Augenblicken ist es soweit. Jetzt spielt die Musik auf dem Platz. Die WM 2014 eröffnet mit dem ersten Match der Gastgeber, der brasilianischen Nationalauswahl. Buschi, ich glaube, wir dürfen uns auf eine rasante Begegnung freuen. Ja, was Schöneres gibt es doch nicht hier, diese Atmosphäre. Und natürlich wird die Seleção hier nicht im Schonwaschgang agieren. Da geht es gleich richtig rund. Der Kampf für die Befreiung des Balles war erfolgreich. Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Feudjou. Makoun. Bei der Rangelei um den Ball. Song. Eno. Makoun. Und Achtung, der könnte passen. Song. Und auf der Linie gerettet. Herrliche Flanke. Diese Flanke bringt keine Gefahr. Song. Paulinho. Das sieht aus wie Training. Perfekt. Tolle Flanke. Fred. Das wird ganz gefährlich. Ist ja kaum zu ersetzen. Und mit Recht gilt er als der Mann dieser Mannschaft. Das ist klasse gemacht, wie sie sich den Ball hier hin und her spielen. Moukandjo. Eno. Makoun. Er bekommt Unterstützung von den Kollegen. Bedimo. Oh! Auch so kann man sich befreien. Die Situation hat er genau richtig eingeschätzt. Ja, da kommt was auf uns zu. Eno. Bedimo. Pierre Webo. Nounkeu. Makoun. Fred. Hauk. Achtung, er macht Tore in Serie. Und der muss drin sein. Abseits, er ist einfach zu früh gestartet. Und nun Eto'o. Er könnte jetzt nach rechts außen abspielen. Hauk. Zu leicht auszurechnen. Oscar. Sowas nennt man saubere Abwehrarbeit. Und dieser Ball zielt auf Eto'o. Was will mir ein 1:0 zur Pause sagen? Gar nichts. Alle Möglichkeiten
für beide Teams in Durchgang 2. Spieler sind da, die Assistenten sind da, es kann losgehen. Der Schiedsrichter pfeift an, der zweite Durchgang läuft. Das Silva. Das ist ein sehr schönes Passspiel, das die Fans hier zu sehen bekommen. Und nun Eto'o. Makoun. Song. Nounkeu, er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Oscar. Pierre Webo. Bedimo. Tor abgeblockt. Und gehalten zunächst. Dieses Risiko wäre ich auch nicht eingegangen. Erklärt zum Einwurf. Beide Trainer haben sich entschieden, frische Spieler brauchen die Teams. Feudjou. So. Da Silva. Oscar. Bei diesem Kombinationsspiel hat man das Gefühl, der Gegner kommt überhaupt nicht ran. Dani Alves. Makoun. Mensch, der bringt ja fast jeden Ball zum Mitspieler. Und nun Eto'o. Oscar. Fred. Wenn da das Schiedsrichtergespann nicht aufgepasst hätte. Der war ja frei, aber er stand im Abseits. Beide Trainer wollen jetzt noch mal frische Kräfte bringen. Ja, der platzt ja fast vor Selbstvertrauen. Und das wirkt sich auch auf die Mitspieler aus. Halt! Tor für Brasilien! Ja, das war ja schon fast die Vorentscheidung. Na cool. Eto'o. Pierre Webo. Gute Flanke. Der könnte passen. Da hat er abseits gepfiffen. Ball ist oben vom Assistenten und wir können hier belegen, eine sehr knappe, aber eine richtige Entscheidung. So, nun gibt es gleich mehrere Auswechslungen.
Oscar. Marcelo. Neymar. Ein Ball, zwei Spieler, wer kriegt ihn? Leonard Kürke. Bedimo. Und nun Eto'o. Ramirez. Und jetzt hat er freie Bahn. Ja, der Pass kommt an. Und jetzt. Nochmal pfeift der Schiri. Kein Tor, kein Aus, kein Foul. Es ist der Schlusspfiff. So, liebe Zuschauer, das war's für heute. Manni Beugmann sagt auf Wiedersehen. Tschüss, bis die Tage.